Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Wir haben das Rätsel um die Knochengrube gelöst. Da ist es doch tatsächlich so, dass ja, ne? dass es da Drachen gab. Die haben wir jetzt erstmal alle beseitigt und wir könnten jetzt wieder zurück nach Kirkwall in die Oberstadt, um das dem Händler zu berichten. Das werden wir aber lassen. Wir werden jetzt erstmal gehen auf den Sunderhügel, weil auch da haben wir das eine oder andere zu erledigen, und zwar einmal diese Pflichtaufgabe, da diese Geschichte rund um Sebastian, und wir müssen weiterhin Inkredenzien für den Kräuterkundigen finden. Und da gehen wir zuallererst hin, machen das, da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen netten Kampf, würde ich mal vermuten. So, dann wollen wir mal schauen, da guck, da stehen mal welche. Jetzt kämpfen wir, genau. So, die Flint-Gesellschaft, das ist, glaube ich, die Gesellschaft, um die es da auch ging. Ja, wir machen doch mit dem Bogen auch ganz ordentlichen Schaden. Komm mal her. Bin ich denn... Ist das schon alles? Ja, das sind alle gewesen. So, dann Söldner. Kyras der Flint-Gesellschaft und ein Heiltrank. Heiltrank finde ich gut. Kyras, lass mal gucken. Da-dam-bi-ba. Brauchen wir das? Die hochwertige zum Plunder. Kyras. Ja, hat zwar eine bessere Rüstung, aber kann ich keine... Na, der hat er auch schon mit der Rune hat er schon verbessert. Kleiner Augenblick. Lassen wir also. Schieben wir das auch zum Plunder. Schieben wir auch zum Plunder. Das ist halt das Problem, wir haben unglaublich viele Rüstungen, es gibt wirklich viele Rüstungen und Waffen in dem Spiel, aber was nützt uns das, wenn wir unsere Leute nicht ausrichten können? Das ist ja wirklich schade. So, jetzt gucken wir hier wie immer erstmal eine Runde rum. Da ist nichts mehr. Ich sehe nichts leuchten, gut, okay. Ach, ich finde es einfach toll, wie meine Henna rennt. Echt, wie die wetzt, das ist unglaublich. Jetzt gehen wir zu dem Kollegen... Schmied? Elfenschmied? Wie heißt er denn? Ach, keine Ahnung. So, zu dem gehen wir jetzt, weil der wird uns vielleicht sagen können, wo es Eisenbocke gibt. Und dabei rennen wir hier so ein bisschen in der Gegend rum. So, schau. Andere an Artishan, Fremde. Ja, hallo. Genau. Denn zum Handwerksmeister gehen wir. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was er hat. Ob man hier irgendwelche Verbesserungen... Rune der Natur nehmen wir auch mit. Runen sind immer gut. Naturschaden kann nicht schaden. Und wir haben ja jetzt, verkaufen wir mal unseren Plunder. Wir haben ja so ein bisschen Platz mittlerweile. So, und jetzt werden wir ihn mal fragen. Die Adlerkunst der Dänisch ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Ja, kannst du mir sagen, wo ich Eisenborke finde? Oh, Meryl. Ihr seid also zurück. Wie war eure Zeit unter den Schemlen? Sie war zur Gänze erfüllt von Rosenblättern und Regenbögen, ja. Meister Elen. Das Gesindeviertel ist im Frühling ein Traum. Die wackeligen Hütten und betrunkenen Grobiane harmonieren wunderbar mit dem knietiefen Schlamm. Ihr habt diesen Pfad selbst erwählt, Meryl. Ein Pfad, der den Clan sehr traurig gestimmt hat. Was ist da nur los? Hätte der Clan den Traditionen offener gegenübergestanden und weniger Furcht vor... Ach, schon wieder am Diskutieren. Genug. Wir zanken vor Fremden nicht wie Kinder. Das Ganze lässt sich nicht ungeschehen machen. Verzeiht bitte diesen Ausbruch. Können wir noch einmal von vorn beginnen? Ja, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Erzählt mir von eurem Beruf. Komm, da erfahren wir ein bisschen was. Seid ihr auf irgendetwas spezialisiert? Was für Dinge stellt ihr her? Ein Borgner, der Dälisch, macht vieles. Er stellt Waffen her, Rüstungen und alles, was unser Clan braucht. Okay, so, und jetzt suchen wir noch Eisenborke. Habt ihr reine Eisenborke auf Lager? Welche Verwendung hättet ihr für Eisenborke? Ich kenne keinen Schem, der sie nach seinen Vorstellungen formen könnte. Wie auch immer, ich habe keine mehr. Hm. Ich weiß zwar, wo sie zu finden ist, aber ihre Beschaffung ist unmöglich. Warum? Wir dürfen das fragliche Gebiet nicht mehr betreten, seit wir dort zwei unserer besten Jäger verloren haben. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Wo liegt das Problem? Vielleicht kann ich euch dabei etwas zur Hand gehen. Ich empfinde es als beleidigend, dass ihr davon ausgeht, Erfolg zu haben, wo er uns versagt geblieben ist. Ach, sei doch nicht so. Dort befindet sich dunkle Brut in enormer Zahl.
Würden wir versuchen, sie auszumerzen, würden wir damit das Leben unserer wenigen verbliebenen wertvollen Jäger aufs Spiel setzen. Ich zeige euch, wo das Gebiet liegt. Was ihr mit dieser Information anfangt, bleibt euch überlassen. Okay. Das ist wirklich nicht deine Schuld, weißt du? Ich denke, dass wir das Gebiet hier kurz ablaufen. Das sollte man irgendwie immer machen. Ob da irgendwas jetzt mittlerweile zu finden ist, da kann ich das Gebiet auch bloß verlassen. Dann laufen wir mal hier rum. Gibt's hier irgendwas? Gänseblümchen, tut mir bitte den Gefallen und hört damit auf, nachts alleine durch die Gassen der Unterstadt zu streifen. Gänseblümchen. Da passiert nie etwas. Da bin ich mir völlig sicher, Varric. Ja, ich weiß, und dieses nie kostet mich ein Vermögen. Ah. Ach du meine Güte. Das ist der Hammer. Der Varric hat offensichtlich Meryl ins Herz geschlossen, so ein bisschen zumindest. Hier noch irgendwas? Nein. Da tut sich auch nichts. Das ist immer noch verschlossen. Okay, also ich denke mal, dann kommen wir hier nicht viel weiter. Dann werden wir das Gebiet jetzt verlassen und werden uns mal um die Eisenborke kümmern, oder? Dunkle Brut, ja, da gehen wir doch hin. So, wenn ich es richtig weiß, konnte man hier das Gebiet auch verlassen. Dann tun wir das. Dann gehen wir jetzt zu der Eisenborke, oder? Weil das hier, Sonderhügel, gibt's nichts mehr. Verwundete Küste, Pflicht, ungebetene Rettung, Schwarzpulververbrechen. Hier ist die Eisenborke. Eisenborke-Lichtung. Also dann gehen wir da hin. Kämpfen ein bisschen gegen die dunkle Brut. Das haben wir ja schon eine Weile nicht mehr getan. Bin ich gespannt. So, okay. Dann werden wir mal Hundi aktivieren. Hallo, mein Süßer. Hallo. Hallo, Hundi. Ich mag dieses Kalb einfach total gerne. Und vielleicht werde ich jetzt dann wieder meine Dolche nehmen. Wir werden doch nicht so sehr zur Bogenkämpferin. Schalten unseres Zerfleischen ein. So, und dann werden wir uns mal hier langsam vorkämpfen. Da ist ein Hurluk. Folgt meinem Beispiel. So, komm mal her. Machen wir gleich mal hier den hinterhältigen Angriff. Und ein bisschen zerfleischen. Explosiver Treffer. Komm her, komm. Komm, lauf doch, Mensch, Mädchen. Oh, noch mehr. War das schon alles? Kann jetzt nicht sein, oder? Bestimmt nicht. Da kommt doch bestimmt noch was. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. So wie üblich. Nix. Überall, wo diese Kerren stehen, das sind alles Gebiete, in die man später, wenn es ein bisschen fortgeschritten... Da kommen wieder welche. Also im Augenblick ist es nur einer. Nein, es freut sich keiner, euch zu sehen. So. Kommt her. Oh. Na komm schon. Ja, ich langweile mich auch. Du, lässt du wohl meine Mädels in Ruhe? Da unten ist noch einer. Bis ich da unten bin, haben meine Mädels den schon längst fertig gemacht. Also die zwei Magierinnen sind auch nicht schlecht. Ich überlege mir wirklich, ob ich das nicht mal mit komplett mit Magiern spielen soll. Komm her, komm. Und komm, hinterhältiger Angriff, dann haben wir dich auch. Oh, komm da. Oh, das sind aber viele. Oh, oh, oh. Nicht gut. Schaut mal, was wir da haben. Okay, dann... Was hüpfe ich denn so? Dann machen wir erstmal ein Fläschchen. Oh, oh. Hat er mich unterbrochen? Der Böse. Da fliegen wir aber alle mal hier durch die Gegend. Meine Güte. Okay, komm mal her, Ogre. Explosiver Treffer. Und einmal den hinterhältigen Angriff. Und dann haben wir dich sicherlich auch schon gleich. Du bist versteinert. Juhu. Du hast etwas Blut? Ja, Dauphin, ne? Ja, so ein bisschen Blut kann ich schaden. Okay. Vielleicht gehen wir doch auf schwer. Was meint ihr? So, da kann man das Gebiet verlassen. Da haben wir noch keine Eisenborke und so richtig rumgeguckt. Haben wir auch noch nicht, was die uns haben. Droppen? Gedroppt? Nix ist gedroppt. Guck mal, da geht's auch noch weiter. Da ist auch nix. Hey, was ist die Eisenborke? Eisenborke. Hier muss irgendwo Eisenborke sein. Hallo, wo ist die Eisenborke? Oder haben wir noch nicht? Ach, da hinten, schaut mal. Da sehe ich die Eisenborke. Da muss man wohl hier rumlaufen. Genau, und da liegt auch ein Leichnam. Gucken wir mal, was der uns hier so gibt. Ein leerer Köcher. Da drüben, oh, schaut mal, da sind doch schon reine Eisenborke. Ist perfekt. So, her damit. Schaut euch das an. Das, das gesunkene Schiff der Kunari? Gute Frage.
Hier noch ein anderes Schiff. Ich denke, so irgendwann sollten wir uns mal um Isabella kümmern. Das ist dann die nächste, die in unsere Truppe aufgenommen wird. Und Fenris haben wir ja auch noch nicht wirklich drin. Und den Enders haben wir ja auch noch nicht wirklich drin. Tja, okay. Gut, dann verlassen wir jetzt das Gebiet. Und wo ziehen wir hin? Lasst mich mal schauen. Pflicht, wir gehen jetzt in die freien Marschen. Pflicht, ungebetene Rettung, Schwarzpulver versprechen. Pflicht, das ist die Geschichte mit Sebastian, der Flintgesellschaft. Ungebetene Rettung, ich glaube, das ist die Geschichte vom Sohn des Vimconte. Schwarzpulver versprechen, das ist der Zwerg, der nach diesen Explosivstoffen sucht. Und dann gehen wir jetzt genau dahin. Und wollen wir mal gucken, welchen... Ja, wem wir zuerst begegnen, welchem Quest. Dann laufen wir da einfach in der Gegend rum. Also zuallererst begegnen wir einen Leichnam. Das ist wirklich, ja, ein unangenehmes, sehr unangenehmes Gebiet hier. Ihr habt vielleicht Glück. Wie kommt ihr darauf? Ich wünschte, ich hätte eine Schwester und eine große Familie. Das muss wunderbar sein. Ihr seid niemals allein. Es ist wunderbar. Obgleich es ohne Onkel Gamlin noch schöner wäre. Ja. Bethany, mit dem Gamlin müssen wir leben. Okay, wir rennen erstmal hier hoch. Da sehe ich ja, dass es ein Questzeichen gibt. Und da gibt es Spindelkraut, was immer Spindelkraut ist. Haben wir bislang noch nicht gehabt. Egal. Aufgepasst! Aha, schau mal eine an. Da ist wieder die Flintgesellschaft. Ja. Kommt mal ein bisschen näher. Ja, gell? So, das überlasse ich dann euch. Und wir gehen jetzt auf die da. Komm, Hundi, du darfst auch wieder. Ja, Hundi darf auch wieder. Hundi darf auch wieder mitmachen. Du bist tot. Komm her, komm. Und nochmal den nächsten auch noch. Komm, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Guck, da haben wir die schon. Dann haben wir den einen Quest schon erledigt. Beziehungsweise, da besteht ja aus drei. Gesprungene Rosendiamant. Ich glaube, dass wir da ja drei Orte aufsuchen müssen. Das können wir mal ganz kurz checken. Wo ist Premium-Inhalt? Ist es die Pflicht? Genau, zu den Docks müssen wir noch. Da müssen wir ja auch hin, wegen dem entlaufenen Sohn. Da gibt es ja diesen Captain, mit dem wir sprechen sollen. Okay, da liegt noch ein Söldner. Komm her, gib mir das Zeug. Megan Wilds Medaillon. So, das gucken wir uns mal an. Megan. Willenskraft, Feuerresistenz. Kälteresistenz. Das nehmen wir. Ist immer gut, ein bisschen gegen diese Naturgewalten resistent zu sein. So, das Spindelkraut haben wir schon. Oder wer es immer das war. Es ist da oben. Da ist nichts. Dann laufen wir jetzt noch ein Stückchen. Oh, jetzt wird es wieder verwirrend. Hier leuchtet es. Ein Knochenberg, da ist schon wieder irgendetwas, was uns versucht anzugreifen. Leichter Helm. Oh, das sind viele. Okay, na dann, wo laufe ich denn hin? Da ist eine Elfenwurzel, die nehme ich aber auch noch mit. Ich komme gleich, Kinder. Oh, oh. Was ist denn das? Wer bist denn du? Ein abtrünniger Magier. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal versuchen, hier... Weitestgehend. Wow, wow, wow. Ach, das sind auch noch mal Baris. Ja, glaube ich das. Oh, meine Schwester ist tot. Habe ich nicht aufgepasst. Okay. Scheibenkleister. Und da kann ich jetzt gar nicht viel machen. Oh, oh, oh. Das sind Mabaris. Das sind Mabaris. Da heißt es jetzt aber ordentlich aufpassen. Eideweiß, toter Kurier, meine Fresse aber auch. Komm her, komm, 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 los geht's. So, Varric, du nimmst mal einen Trank. Ich mach mal hier mal weiter mit den Mabaris. So, aber was mache ich denn jetzt? So, jetzt wollen wir mal gucken. Du bist dieser abtrünnige Magier. Vielleicht sollte ich mal dann auf dich gehen, damit du nicht heilst. Ja, das geht nicht gut auf. Den Eindruck habe ich auch. Meine Güte, hab ich nicht aufgepasst? Ich bin doch doof. Komm, und hinterhältiger Angriff. Ach nee, kann ich noch gar nicht. Oh, oh, was schreien denn alle so? Komm her, komm.
Meine Güte. Einer weniger, der uns Probleme macht. Verletzt. Komm mal her, du kriegst gleich eine Verletzungsausrüstung. Wo habe ich die Verletzungsausrüstung? Ziehen wir die hier mal rein. Tut mir leid, Schwesterchen. Habe ich echt nicht aufgepasst? So, jetzt haben wir hier einen toten Kurier. Alle Dokumente der grauen Wächter. Avernus experimenteller Trank. Okay. Nachrichten an die Wächter? Sie würden es sich bestimmt etwas kosten lassen, sie zurückzuerhalten. Davon würde ich mal ausgehen. Gut, dann nehmen wir noch diese Standardtruhe hier mit. Da ist wieder nichts rechts drin, ehrlich. Gut, ich denke, dass wir jetzt auch für heute die Geschichte dann lassen. Wir nehmen das Zeug hier noch mit. Schwarze Galle. Da kommen ja noch mehr, ja, glaube ich das. Und los geht's. Also ich glaube, dass ich das Spiel wirklich mal durchspielen muss, nur mit Magier. Da habe ich dann halt immer den blöden Enders mit in der Truppe. Das finde ich ein bisschen lästig, aber sei es drum. Kommt ihr mal, so. Auch von oben kommen, glaube ich, auch noch welche. Komm her. Da unten stehen ja noch mehr. Halleluja, aber auch. Und, hinterhältiger Angriff. Und da stehen noch welche. Los, komm. Und dann haben wir dich auch schon. So, okay. Sollen wir denn jetzt die da unten sind auch noch mitnehmen? Oder laufen wir erstmal nach oben? Das ging doch noch irgendwie nach oben weiter, oder? Wir laufen jetzt nach oben. Wir gucken, was es da oben gibt. Na, eigentlich sollten wir die Folge ja auch schließen. So langsam. Gibt's da was? Nein, da gibt's nichts. Wo ist denn mein Hundi? Hundi, wo bist du? Sehe dich gar nicht. Du bist aber aktiviert. Okay, ich denke, das gucken wir uns das nächste Mal an. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald, ciao.